Hallo und da war die Kapp. News von der Naglerrot. Ja, ich habe also gehört, dass hier also einiges tut, die Nagler, abrissmäßig. Ja, will ich euch mal hier so eine Kleinigkeit zeigen. Ja, hier war das Piccolo. Die haben schon ausgeräumt. Alles leer. Die haben schon weiter oben einen neuen Laden gefunden. Ja, und jetzt soll es am 28., wie ich gehört habe, soll hier Bauzaun vorkommen. Also hier, ich weiß nicht wo, die 33 soll gesperrt werden. Und da soll also einiges laufen. Wie man hier sieht, Old Germany, die haben schon Laden weiter hoch auf der linken Seite. Ja, aber jetzt wird's ernst zum Ende des Monats. Da war die Kapp. Ja, man räumt aus. Da war die Kapp. Lan Mai leer. Ja, also das müssen alle raus. Okay, der Schneider. Der geht auch raus, ein Stückchen weiter, neben dem 7-Eleven, 150 Meter von hier. Alle haben was Neues, alle gehen und packen kurzfristig. Okay, thank you. Ja, alle gehen da, alle haben schon was Neues geschlossen. Die haben ihre Schilder dran, wo sie also hingehen. Es tut sich einiges hier. Ja, was hier hinkommt. Ich habe gehört, dass das alles schon verkauft wurde. Neuer Käufer für dieses Land ist vom Staubi. Aber genau weiß ich noch nichts. Ich halte Augen und Ohren offen für euch. Ja, ist natürlich eine Sache. Die Leute, die jetzt neue Läden suchen, die müssen richtig viel Geld bezahlen gegenüber vorher, die schon vor einem halben Jahr gesucht haben, haben dann zwar ein halbes Jahr die Miete vor Ort bezahlt, wo sie den Laden hier noch hatten, aber immer noch billiger, als wenn man jetzt sucht. Ja, tutti frutti. Die halten noch offen. Ja, hier ist man auch schwer am Ausräumen. Ja, die haben noch gar nicht so lange auf. Viel Geld im Sand gesetzt. Ja. Was ist hier bei Staubi? Da war die Kapp. Auch Landpit leer? Landpit leer? Ja, auch der Staubi geht 500 Meter weiter links, Pitbull Lounge. Ja, alle fangen an zu räumen. Ja. Staubi hat vorher schon vorgesorgt, er hat sich auch was Neues besorgt. Was hier mit den Nächsten ist, also wie ich gehört habe, soll am 28. die Straße dicht gemacht werden und überall hier Bauzaun hinkommen, wie auf diese Seite. Ja, viele Leute haben viel Geld verloren. Gut, hier ist schon ein bisschen länger drin, aber jeder verliert ja Geld, wenn er seinen Laden verliert. Aber hier nebenan, die sind erst vor kurzem reingegangen. Ja, hier hat der Staub ja auch seine Läden gehabt. Pitbull und Oliver, sein Skylab, ja, haben alle Geld verloren. Ja, ja, was will man machen? Man hat die, wenn die Mietverträge nicht mehr verlängert werden, dann werden sie eben nicht mehr verlängert. Ja, Best Supermarkt geht auch raus. Die sind fast fertig und ich denke mal, der Beste wird noch so lange da drin bleiben, bis der neue Laden aufgemacht wird. Dauert nicht mehr so lange. Ja. Schade eigentlich drum. Gibt also diese schöne Ecke hier unten. Die wird dann also als Geisterecke benannt. Wahrscheinlich. Man weiß ja nicht, was hinkommt. Aber was soll hinkommen? Ein Einkaufszentrum mit Hotel. Ne, das Land ist hier so, so teuer. Ja. Ich hatte ja erst ein Video mit Staubi und Staubi sagt, er hat also viel Geld verloren. Jeder hat hier Geld verloren. Ne?
Ja, aber Straubi hat ja mehrere Läden gehabt. Ja, tut mir leid, aber ja, er war clever und hat sich im Voraus was besorgt. Ja, fahren wir mal weiter hoch. Hier war also das Old Prima Mode und direkt daneben ist Old Germany. Ja, neben dem Berliner Restaurant ist also einer das Neue vom Old Germany. Fahren wir mal weiter. Ja, hier ist der Pitbull Lounge and Bar. Neben ihr Teil Sausage Meat Supplier gegenüber vom Windmühl Resort oder Hotel. Ja, ist nachmittags geöffnet, Pitbull. Piccolo im neuen Glanz gegenüber der Soi Loi Lang Loma Klinik. Da ist das Piccolo. Alles neu. Ja, die eine Richtung, die Stühle, was war die von vorher? Ja, und das gibt der neue Best Supermarkt, riesengroß. Geben auch richtig Gas, wird auch nicht mehr allzu lange dauern. Gegenüber von der Loma Klinik. Ja, Leute, und das war's. News aus Bad Deer, Naglerod, was passiert zurzeit? Wenn euch das gefällt, gebt mir ein Like. Bis zum nächsten Video, wenn ihr wollt. Tschüss.